Leute, ihr schaut MoFun VR, mein Name ist Mo Tensen und ich habe euch wieder was mitgebracht. Dieses Wochenende macht nämlich Secret Location eine Aktion. Und Secret Location ist tatsächlich einer meiner geheimen Lieblingsentwickler. Ich finde alles, was sie machen, total geil. Ich bin ja auch Grafiker und stehe nämlich sehr auf den Style, den sie machen. Aber sie haben es auch voll drauf, was Gameplay angeht. Ihr erinnert euch vielleicht noch alle an, ich zeige euch das mal kurz, an Blaster of the Universe. Ja? Ich glaube, ich habe hier in dem Kanal schon mindestens 5, 6 Videos darüber gemacht. Und Blaster of the Universe ist ein Gallery-Shooter, ja? Also ihr steht an der Stelle, aber es ist ein Bullet-Hell-Gallery-Shooter. Die Gegner schießen wirklich wie in guten alten 80er-Jahre-Bullet-Hell-Spielen so Kaskaden von Kugeln auf euch. Ihr müsst sehr viel ausweichen. Ihr habt einen Blaster und ein Schild, beziehungsweise ihr könnt euch das frei kombinieren. Aus lauter Elementen könnt ihr euch hunderte von Schilden und Waffen zusammenstellen und müsst dann diese Gegner hier überleben, ja? Und das ist ein irrer Spaß. Es geht auch ein bisschen auf die Fitness, weil ihr euch wirklich viel bewegen müsst und ausweichen müsst. Ich liebe dieses Ding wirklich. Es gibt jede Woche eine Challenge, da müsst ihr irgendeine bestimmte Aufgabe erledigen und es gibt natürlich immer Highscores und so. Ne? Ist ein Spitzending und vor allem, was mich sehr beeindruckt hat, die technische Umsetzung auf der PlayStation war auch brillant. Ja? Das Tracking mit den Move-Controllern war toll und ich habe mittlerweile die PlayStation und die PC-Version gespielt und fand die echt gleichwertig. Das hat mich auch sehr begeistert. Dann haben sie zwischendurch auch noch, auch sehr interessant, einen interaktiven Film gemacht zu Great Sea von Philip K. Dick. Das ist ein sehr berühmter Science-Fiction-Autor. Berühmt ist gut, wirklich so ein Oldschool-Typ. Kennt man eigentlich, wenn man sich für Science-Fiction interessiert. Den habe ich mir noch nicht angeguckt, werde ich jetzt aber tun. Denn Secret Location haben mir einen Key dafür gegeben. Yay! Freue ich mich. So, und drehen tut sich aber heute alles um Transpose. Das ist ihr zweiter großer Titel. Das ist diesmal ein Puzzle-Game. Ja? Und auch hier ist die Optik wieder so tronisch. Und ich mag ja den Stil, erzähle ich oft genug. Ich finde das wirklich geil. Und die Prämisse hier ist auch interessant. Ihr stellt nämlich Zeitklone von euch her und müsst dann mit euren eigenen Klonen Puzzles lösen. Sehr interessant, ne? Also ihr müsst irgendwo was tun, dann euch klonen, an einer anderen Stelle des Levels wieder was tun und euch manchmal auch was zuwerfen und zeitversetzt vorher aufgenommen, das schon auffangen. Sehr interessantes Ding, auch sehr meditativ, ne? Kann man sehr schön chillen. Grafik ist wieder so Tron-Style, ich liebe das. Und dieses Spiel gibt es an diesem Wochenende im Oculus Store zum kostenlosen Testen. Ja, könnt ihr hier sehen, der Timer läuft gerade ab. Um ca. 19 Uhr in Deutschland ist es auch soweit. Dann könnt ihr das ganze Wochenende einfach umsonst spielen. Transpose im Oculus Store. Danach ist es eine Woche lang im Sale, 25% runter. Also wird dann offensichtlich, lass mich mal rechnen, 14,99 kosten. Und wenn euch das gefallen hat, könnt ihr euch das dann holen. Ich habe von den Entwicklern 2 Steam Keys bekommen. Wow. Für Transpose. Und die möchte ich jetzt verlosen. An euch. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst erstmal dieses Video hier liken. Kennt ihr schon. Dann shared ihr das bitte in den Social Netzwerken, in denen ihr unterwegs seid. Und die dritte Bedingung ist, kommentieren. Das ist ganz wichtig, denn aus den Kommentaren wird der Gewinner am Sonntag ab 18 Uhr in meiner Live-Show ausgewählt, ja, gezogen. Und durch einen Automatismus. Und die Frage ist relativ easy. Ich habe es jetzt oft genug gesagt, ich finde solche Tron-artigen Spiele geil. Ja? Also die Atmosphäre und die Grafik natürlich. Passt auch irgendwie klasse zu VR, finde ich. Und ich möchte von euch euer Lieblingsspiel wissen, das auch so einen Tron-artigen Style hat. Ja? Oder wenigstens einen geilen Low-Poly-Style oder so. Und es muss noch nicht mal VR sein, ihr könnt mir auch ein Retro-Spiel oder sonst was sagen. Ich bin gespannt, welches euer Tron-Matrix-ähnlichstes Spiel ist, das ihr mir empfehlen könnt. Und das ist eure Kommentarantwort auf dieses Gewinnspiel. Also, dieses Video liken, kommentieren, sharen und kommentieren. Und dann seid ihr am Sonntag dabei. Und tja, was bleibt noch zu sagen? Ich finde die Sachen von Secret Location wirklich sehr geil. Ich mache gerne
bisschen aufmerksam auf deren Aktionen, weil ich finde, dass die unterstützenswert sind. Das sind sehr gute Entwickler, die stecken da sehr viel Herz scheinbar rein. Und ja, dann drücke ich euch die Daumen. Wir sehen uns dann hoffentlich am Sonntag bei der News- und Live-Show und ihr habt die Chance, 2 Steam-Keys zu gewinnen. Also ich verlose dann ein Key an 2 Personen, so rum. Ja. Macht's gut, bis Densen, das war's von mir. Ihr könnt natürlich diesen Kanal auch abonnieren, das gehört aber nicht zum Gewinnspiel. Das ist freiwillig. Bye bye. Ciao, ciao.